Werden wir davon oben beschossen? Das ist so ein bisschen die Quizfrage, die ich jetzt hier habe. Also die Befürchtung, die ich jetzt hier habe. So, wir gehen hier rauf. Sollten keinen Fallschaden kriegen. Bisher war das zumindest immer so. Dann schnappen wir uns dieses Item. Das ist irgendwie eine große Seele. Ansonsten. Ja. Was ist mit. Okay, wir können hier durch. Ist hier noch was? Ja, hier ist noch was. Ein Erdensucher. Ich glaube, hier können wir zumindest einigermaßen ungestört kämpfen. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist die Waffe, die er auch in der Hand hat, ne? Kann man ihn staggern? Ja, kann man. Nein. So, jetzt macht er wieder das. Also bei den Gegnern haben sie sich... Ach, ich war gecornert. Mist, ich dachte, hier ist der Ausgang. Ah, wie schlecht. Aber gut. Das ist nicht so schlimm. Ich denke, den möchte ich eigentlich einmal töten, weil er ein bisschen speziell wirkt. Die anderen waren ja alle mehr oder weniger dieselben, aber der hier war anders. Deswegen möchte ich den eigentlich einmal töten. Und ich denke, das kriegen wir da hinten auch hin. Ich habe immer noch meine Mühe mit den Gegnern. Und ich muss mir merken, den Fahrstuhl nach unten zu schicken, wenn ich hochgefahren bin. Und ich möchte natürlich auch die 33 Seelen, wenn es geht, irgendwie wiederholen. Das ist nicht die größte Priorität, aber warum auch nicht? Ja, ich denke, wir springen da nochmal runter. Ich habe das Gefühl, da unten ist ein Dead End. Deswegen möchte ich das erstmal abschließen, damit wir dann uns quasi wirklich auf den oberen Teil konzentrieren können. Ich werde jetzt auch schnurstracks geradlinig dahin rennen. Ach du Pisser. So. Zweimal zuhauen. Und dann ist er dran. Können wir ihn wegmachen? Ah, ganz knapp. Wir haben es geschafft. Sind aber selbst auch fast gestorben. Und er hat Loot dabei. Eine große Titanijab. Okay. Gut, das hat es eigentlich nicht wirklich gebracht. Aber jetzt wissen wir das wenigstens. Da hinten liegt noch was. Da hinten liegt auch noch was. Also hier gibt es echt einiges zu holen. Das ist schon mal schön. Ist jetzt die Frage, ob es da hinten noch weitergeht. Wenn wir nur gegen einen kämpfen, das würde passen. So, schnell weg. So. Ich verstehe nicht, warum er manchmal gestaggert wird und manchmal nicht. Das ist mir immer noch nicht ganz klar. So, den einen haben wir. Die sind einfacher, weil man die mit jedem Angriff staggern kann. Irgendwie. Naja, nicht ganz mit jedem, aber fast. Und die sind auch relativ langsam. Die mit den Äxten, die haben auch ein Schild, da kann man nicht so aggressiv vorgeben. Es gibt eine Pyromantie, die da echt helfen könnte. Ja, aber Fernkampfzauber sind in diesem Run leider nicht erlaubt. Die darf ich ja nicht nutzen. Wahrscheinlich. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du einen Fernkampfzauber ansprichst. So, wo sind wir hier?
Wir sind hier am Arsch. Ich denke, wir müssen uns zum Leuchtfeuer zurück teleportieren. Ja, gut, wir können hier, ja. Dann würde ich sagen, resetten wir mal kurz. Ja, gehen wir zum Feuerwandschrein, machen ein Level up und geben unsere Seelen aus. Wie viel brauchen wir? 14.000. Müsste klappen. Das müsste eine 10.000er sein. Und dann pfeifen wir uns irgendwie noch eine 5.000er rein. Gucken wir mal, was das ist. Das ist eine 5.000er, sehr schön. Mehr davon. Mehr HP. Es steigert halt einfach wirklich kaum noch HP hier. Ist ein bisschen schade. Es gibt sehr viele Caps. Ausdauer können wir noch gut steigern. Wie steigern wir noch ein bisschen Ausdauer? Ich glaube, wir haben genügend Belastung. Naja, so halb. Es ist an sich nicht mal ein Angriff. Okay, naja gut. Nicht spoilern, wo man diese Pyromantie findet, wenn ich sie finde. Und dann gucke ich mal, ob ich sie nutzen werde. Wahrscheinlich haben wir sowieso nicht die Attribute dafür. Und jetzt, ich werde nicht für eine Pyromantie irgendwelche Attribute skillen. Vor allem nicht irgendwie Zauberei und so ein Kram. Das heißt, wir können jetzt eigentlich in die Höhle rein. Ansonsten, so. Okay, kann weitergehen. Wie gesagt, das Bild müsste im Stream wieder da sein. Also ich hoffe, das hat ordentlich geklappt. Und der Fahrstuhl ist hier. So, dann gehen wir jetzt noch in die Höhle rein. Super. Ja, tut mir leid, heute ist irgendwie der Stream ein bisschen... Ja, wir haben ein paar Pannen. Erst das Audio, das nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt das Spiel, das abgeschmiert ist. Aber naja, man kann nicht immer gewinnen. Wir gehen hier durch. Also wie gesagt, ich denke, hier unten haben wir alles gesehen. Das ist gut. Da müssen wir nicht mehr hin. Hier, was ist hier? Warum liegt hier eine Nachricht? Ist das etwa König? Ja, das ist, da unten war der Boss. Und jetzt können wir hier rein. Hier gefällt, ich weiß nicht, es ist viel dunkler, aber es gefällt mir hier schon wieder wesentlich besser als vorhin. Oh, das ist ein Bossfight. Es könnte eine Bossarena sein. Oder? Es sind ein bisschen viel Kleinkram schwebt hier rum. Die teilen sich auch auf. Und ich sie nicht alle auf einmal töten kann. Ich habe mir sagen lassen, dass der zweite DLC vom Design her besser ist als der erste. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Weil ja, der erste, ich bin nicht so wirklich überzeugt von dem DLC jetzt bisher. Geheimpfad? Nö. Oder? Doch? Doch! Tatsächlich! Gucken wir mal. Viele Scheinwände. Ja, da muss man echt überall draufhauen. Ach nee, hier ist ein Ausgang. Ekelhaft. Aber ich denke, es macht Sinn, dass wir erstmal hier unten durchgucken. Weil das eine scheinbare Wand war, vermute ich mal nicht, dass es hier, dass hier der Hauptweg ist. Hört auf. Das Gebiet ist jetzt halt auch... Es ist besser als vorhin, aber es sind halt auch wieder sehr viele kleine Schrottgegner am Start. Und alles für diesen einen Loot da in der Mitte wahrscheinlich. Hör auf, hier rumzuspucken. Das ist ekelhaft, Freunde. Das ist ekelhaft. Ich meine, die können eigentlich wirklich nichts. Menschliches Herz.
Guten Abend, japanische Landschaft. Willkommen im Stream. So, ich schnapp mir mal kurz diesen Gegner, diesen Gegenstand. Ah! Okay, jetzt haben wir wieder Bluten. Und es steigt schnell. Ah! Jetzt übertreiben sie es aber ein bisschen, ne? Die haben auch wieder dieses Madenzeug irgendwie. Ach, das ist... Ich spiel gerade schlecht. Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt reicht's. Verdammte Axt. Was mache ich denn? WTF, das hatten sie vorhin nie gemacht. Ach, jetzt stecke ich hier fest. OMG. Es ist richtig peinlich, was ich hier gerade tue. So, du bist weg. Meine Güte. Blutverlust. 7 Estus. Ah, wie schlecht. Und irgendwie Gift haben wir auch noch drauf. Irgendwas tickt da die ganze Zeit runter. Da hinten liegt noch Loot. Den will ich haben. Schnell wieder heilen. Man muss hier echt höllisch aufpassen. Aber es war klar, dass früher oder später von den scheiß Viechern hier noch mehr kommen. Und jetzt geht es, tickt es auch wieder runter. Sehr schön. Gut. Ich darf mich einfach nicht wieder treffen lassen von denen. Sie sind eigentlich nicht schwierig. Das mit dem Zufliegen ist gefährlich. Da muss ich auch drauf aufpassen. So, dann haben wir hier da hinten noch 2. Oh, der ist über mich weggeflogen. Wilhelms Rüstung. War das nicht der eine NPC, den wir getötet haben? So, jetzt machen wir hier noch die restlichen weg. Dann werde ich hier alles auf scheinbare Wände überprüfen. Und dann gehen wir hier nie wieder hin. Ich glaube, es sind alle tot. Wir müssen uns hier wirklich genau umgucken, weil ich möchte hier echt nicht das Ganze nochmal machen. Ich glaube nicht, dass hier tatsächlich irgendwo eine scheinbare Wand ist. Weil sonst gäbe es hier wahrscheinlich eine Nachricht. Hier zum Beispiel. Illusion voraus. Tatsächlich. Ah, das ist ein Köder. Oder? Nee. Keine Gegner hier. Also es ist ganz schön dafür, dass es eigentlich... Also ich dachte zumindest, es ist ein Secret. Es ist relativ weitläufig. Aber ich möchte die ganzen Dinger natürlich nicht nochmal wegmachen müssen. Ah, das wäre schrecklich. Da unten ist unser Leuchtfeuer. Ach nö, bitte keine Sprungpassagen. Vorsicht vor Finstergeist. Ah. Wir müssen da wahrscheinlich früher oder später durch. Da habe ich ja jetzt schon keine Lust drauf, hier runter zu springen. Bringt das uns überhaupt irgendwie was? Ich sehe kein Loot. Das wird unser Tod sein. Wenn ich jetzt hier runter springe, dann kommen wir nie wieder hoch. Ich gehe nochmal hier zurück. Ich möchte hier... Wir werden da runterspringen.
Aber ich will erst diesen Raum noch zu Ende absuchen. Weil das wird zumindest... Ist optional. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber wenn es... Ich will es ja trotzdem irgendwie sehen. Ich will ja wissen, was da ist. Ach, hier macht es keinen Sinn. Wir gucken noch die Wände auf der Seite an. Wahrscheinlich ist hier nichts mehr. Dann können wir zumindest, wenn wir jetzt da unten sterben, was wahrscheinlich ist, können wir hier wieder durchrennen. Und dann können wir an den ganzen Viechern hier vorbeirennen. Das ist der Plan. Ah, hier ist keine scheinbare Wand. Ach, hier ist was. Das hätte ich gar nicht gesehen. Oh oh. Eine Zwischensequenz heißt Boss? Fragezeichen. Oh, gerade auf K hast du den Schalter schon gefunden? Ja, den habe ich jetzt gerade gefunden. Das ist die Kapelle, ne? Was passiert hier? Was zur Hölle geschieht hier? Es öffnet sich ein Durchgang, ne? Ich wusste, dass in dieser Kapelle noch was sein muss. Es konnte ja nicht alles sein. Ist das vielleicht ein optionaler Boss? Ah, sehr schön. Ah, das war wichtig, diesen Schalter zu finden. Das war ganz, ganz wichtig, diesen Schalter zu finden. Soll ich mich oben nochmal umgucken? Ich glaube ja. Ich guck mich oben nochmal um. Oh, nee, das ist falscher Weg. Nicht optionaler Boss. Ich dachte, das hier ist optional, dieser Teil. Also das heißt, ich meine, der ganze DLC ist ja an sich optional. Ich habe ja das Hauptspiel laut dem Chat durch. Ich trinke mal noch einen Estus, sicherheitshalber. Ich will jetzt nicht irgendwie dumm runterfliegen oder so. Wow. Oder von ihm überrascht werden. So. Ja, auch ein Küchlein. Jackpot-Loot hat sich gelohnt. So, von da sind wir gekommen, oder? Ja, von hier sind wir raufgekommen. Dann habe ich da hinten die Nachricht gesehen. Aber hier sind wir noch nicht lang gegangen. Das heißt, wir holen das hier mal noch nach. Also man hätte da auch einfach runterspringen können. Das wäre die Alternative gewesen. Menschliches Harz, das droppen die hier zu Haufen. Wenn du runterspringst, ist es proportional. Doch, das hier alles ist Hauptteil. Okay. Abkürzung voraus. Ach, da geht's weiter hoch. Es könnte hier natürlich jetzt auch ein Boss kommen. Geht das hier auf? Es geht hier auf. Ach, wir sind in der Kapelle. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Will ich beim Leuchtfeuer rasten? Nee, will ich nicht. Okay, wir könnten da nach unten. Gut. Das heißt, wir springen da runter. Weil hier kommen wir ja relativ einfach wieder hin. Das Wichtige ist jetzt, dass wir... Wenn wir da runterspringen... Hoffentlich nicht sterben. Naja, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann ja jederzeit hier wieder durchrennen. Wir haben jetzt auch ein super nahes Leuchtfeuer eigentlich.
Mir leid, wenn ich mich vertippe. Ich kann mich nicht lesen. Was ich schreibe, ist zu weit weg für mich. Kein Problem. Ich war nur ein bisschen verwirrt. Ich bin mir dann teilweise auch nicht sicher, ob ich es korrekt lese, weil ich lese es immer nur so aus dem Augenwinkel. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das dann richtig lese, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich zu sehr auf den Chat konzentriere, dann verpasse ich vielleicht irgendwie was im Spiel. Okay, das Ziel ist jetzt hier runterzuspringen. Ein Spaß ist es nicht. Ach, nein, nein, nein. Wir waren doch da. Ich hatte das Gefühl, ich bin korrekt runtergesprungen. Ich hatte das Gefühl, es war nicht mein Fehler. Liebes Spiel. So, wir gehen vom anderen Leuchtfeuer aus. Ich glaube, das ist schneller. Das war Ariandel-Kapelle. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es in der Kapelle noch weitergeht, dass da nicht Ende im Gelände ist, weil das war irgendwie ein bisschen komisch, als ich da reinging und es war einfach nur ein Dead End. Aber jetzt macht das Ganze irgendwie Sinn. Ich will jetzt da noch irgendwie runter. Wahrscheinlich kommen wir zwar nur wieder... Ich habe das Gefühl, wir kommen einfach nur wieder zu diesem Boss, den wir schon getötet haben. Aber ich bin mir halt nicht sicher. So, wie gehen wir jetzt hier vor? Ich glaube, die korrekte Vorgehensweise ist, hier runter zu springen. Und dann durchzurennen. Wir kriegen halt relativ viel Fallschaden. Das bedeutet eine Estus weniger, aber es ist viel, viel, viel schneller und wir müssen uns nicht mit diesen Drecksviechern anlegen. Na, die Seelen sind ja super positioniert. Zum Glück sind es nur 8000. Das ist gemein. So. Diesmal habe ich den Sprung geschafft. Da unten ist unser Leuchtfeuer. Ich sehe es. Das Ziel ist jetzt eigentlich, da reinzukommen, oder? Da liegt zumindest eine Nachricht. Das heißt, man kann da irgendwie hinkommen. Und hier liegen ganz viele Blutflecken. Das heißt, hier kann man auf ganz viele Arten sterben. Oh je. Wo geht's weiter? Ich weiß nicht genau, welchen Sprung ich machen muss. Verdammt. Es wird tot sein. Ja, Mist. Okay, gut. Ich sehe jetzt aber zumindest, was wir tun müssen. Das macht Sinn. Da unten ist Loot. Gut. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Mal sterben. Oh, aber das macht ja nichts. Wir haben relativ nahes Leuchtfeuer gefunden. Das heißt, das hier ist alles halb so wild. Die Treppe ist ein bisschen lang, ne? Hab ich hier schon nach scheinbaren Wänden gecheckt? Wie gesagt, ich glaube, hier runter zu springen ist die beste Möglichkeit, die wir haben. Dann können wir direkt hier rein. Ah, schön. So, diesmal sollte ich vielleicht versuchen, irgendwie intelligenter zu springen. Die Frage ist, ich bin ja darunter gesprungen. Ich glaube, es ist besser, hier zu springen. Das hat schon mal funktioniert. Wundervoll. Dann probieren wir hier. Klappt auch. Gut. Dann hier weiter. Ah, ich habe solche Angst hier. Ich will nicht wieder runterfliegen und sterben. Kurz einen Estus trinken, damit wir einen gewissen Fallschaden überleben. Jetzt sind wir eigentlich schon am untersten Ast.
Ah, Stille. Also wenn wir jetzt hier runterspringen, dürfen wir eigentlich nicht sterben. Wundervoll. Heilflamme des Pyromanten. Und Heimatknochen. Ja, hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Oder? Nicht voraus, Prinzessin. Hätte ich nur Leuchtfeuer. Ja, wir können uns die Pyromantenflamme mal angucken. Müsste hier sein? Nee. Die Pyromantenflamme des fallenden Pyromanten Dunl zieht die Echos des Todes an. Als Dunl seine widerwärtige Partnerin verlor, bot er seine eigene Pyromantie als Opfergabe an. Sie verwandelte sich in eine Teilflamme. Kurz darauf wurde Dunl zu einem durch die Lande ziehenden Irrgeist. Fähigkeit Teilflamme löst Todesecho aus, die eine kleine Dosis Essos verschaffen. Du brauchst Glut. Ach so, ich. Ach so, du meinst, hier ist, kommt wahrscheinlich dann eine NPC-Version. Okay, das können wir mal probieren. Ja. Ihre Finstergeist, fahle Pyromant Dunnel. Schön. Hallo Dunnel. Freut mich, dich kennenzulernen. Ach komm schon, heilen echt? Er heilt sich schon bei halbem HP. Wie viele Essos hat er denn? Hat er unbegrenzt viele? So, er will wieder trinken, oder? Diesmal nicht Dunnel. Schön. Chaos-Sphäre. Gucken wir uns mal kurz an. Beschwört Feuerspeiende Chaoskugel. Ich glaube, das ist, der Zauber, den diese Dämonentypen in den Dämonenruinen verwendet haben, hört sich zumindest so an. Gut, ich denke, man hat hier Heimatknochen nicht umsonst gefunden. Das heißt, wir werden uns hier wegteleportieren. Ich glaube, das war hier alles, was wir gesehen haben oder was wir hier sehen konnten. Ja, die Glut. Vielleicht könnte man da runterspringen, aber ich werde jetzt. Wir gehen zum Feuerbahnschrein. Ich denke, ich werde für heute dann mal Schluss machen und dann beim nächsten Mal gehen wir in der Kapelle da weiter. Das ist dann der Weg, wo es dann original weitergehen würde. Denke ich mal, da geht es dann höchstwahrscheinlich zum nächsten Boss. Wir hatten jetzt schon lange Zeit keinen Boss mehr gehabt. Also ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass wir früher noch irgendwie an den Boss kommen, aber anscheinend nicht. Bisschen schade, aber gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die heute zugeschaut haben, sowohl live als auch natürlich diejenigen, die die Watch schauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Der nächste Stream findet am Dienstag um 18:30 Uhr statt. Ja, übliche Zeit am Dienstag. Dann geht es dann weiter. Dann machen wir hier in diesem DLC weiter. Dienstag 18:30 Uhr ist der nächste Stream. Ja. Und dann mal gucken, was uns noch so alles erwartet hier in diesem DLC. Ich bin gespannt. Ja, das war's für heute. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate. Euer North